Saal B, das Augustin-Filmjournal. Danke, dass Sie sich für unser Kino entschieden haben. Aus Rücksicht den anderen gegenüber bitten wir Sie, während des Films nicht zu reden und bitte schalten Sie Ihre Handys aus. Man sitzt im Kino, nur einen Augenblick von der Entlarvung des Mörders entfernt, und dann passiert das. Was soll ich sagen? Wir haben uns dann ein paar Kanister genommen und die in Brand gesteckt. Nein, ich kann nicht. Ich bin bei der Arbeit. Nachts sind Sie dann wieder gekommen. Ich kann nicht. Du wirst sie heute abholen müssen. Ich schaff's nicht. Ich bin doch auf bei der Arbeit. Wie die Szene eindrucksvoll weitergeht, zeigt Regisseur Bobcat Goldthwait in seiner Komödie God Bless America, die in der Reihe Kino Kontrovers auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Die Devise lautet schlicht und ergreifend: Kein Mitleid mit Kinostörern. Danke, dass du während des Films nicht geredet hast. Danke, dass dein Handy ausgeschaltet war. Als erstes verliert Frank, gespielt von Joseph Murray, seinen Job. Dann diagnostiziert ihm sein Arzt einen Gehirntumor. Als es Frank reicht und er sich erschießen will, wird er im letzten Moment von einer Reality-Show im Fernsehen daran gehindert. Er erkennt sozusagen, wo das wahre Böse oder die wahre Dummheit zu Hause sind und startet gemeinsam mit der 16-jährigen Roxy, einer Ausreißerin, einen Rachefeldzug gegen Beauty Queens, Falschparker, radikale Prediger und Kinostörer. Ich habe sie nicht getötet, weil ich sie nicht haben konnte, sondern weil sie so ein Ass war. Das war ein fantastischer Anfang, Frank. Du hattest den richtigen Riecher. Sie war wirklich eine erstklassige Fotze. Außerdem gibt es so viele widerwärtige Menschen auf der Welt, die es mehr als verdient hätten, endlich abzukratzen. Wieso jetzt aufhören? Am Ende gelingt Bobcat das, was bei Oliver Stone vollkommen daneben ging. Man bekommt einen Geschmack davon, wie blutig absurd die Gesellschaft geworden ist. In Stones Falling Down ist es letztlich und verlogen ein Gehirntumor, der den Amoklauf auslöst. In God Bless America ist es das Gegenteil. Mein Name ist Frank. Aber das ist nicht wichtig. Die wichtige Frage lautet: Wer seid ihr? Amerika ist ein brutaler und grausamer Ort geworden. Als Frank erfährt, dass er keinen Tumor hat, rüstet er umso motivierter zum letzten Gefecht. Und das ist wiederum ein bisschen wie Butch Cassidy und Sundance Kid mit Bonnie and Clyde. Eine genauso absurde wie intelligente Komödie, die man sich durchaus zweimal anschauen kann. Saal B, das Augustin-Filmjournal.